Da sind wir wieder, Steffi und Egon. Heute haben wir das Thema Bindungsspaziergang richtig gestalten für euch vorbereitet. An der Bindung kann man in verschiedenen Bereichen arbeiten. Das bedeutet nicht nur draußen bei einem Spaziergang, sondern natürlich auch mit gewissen Strukturen, Regeln und Grenzen zu Hause. Vorab eine kurze Begriffsklärung. Bindung bedeutet eine besonders enge soziale Beziehung zu einem anderen sozialen Lebewesen. In unserem Fall zwischen Mensch und Hund. Eine Beziehung kann euer Hund zu jedem anderen sozialen Lebewesen, das ihm bekannt ist natürlich, etablieren. Personen aus eurer Nachbarschaft, die euer Hund kennt, zu denen hat euer Hund einfach eine Beziehung. Oder auch Artgenossen aus dem Freundeskreis. Um Bindung zu etablieren, solltet ihr eurem Hund in allererster Linie Geborgenheit und Sicherheit vermitteln, Verantwortung übernehmen. Das heißt, euer Hund muss nicht irgendwelche Situationen selbstständig klären und da in die Verantwortung geschickt werden. Das beginnt einfach beim Kontakt mit fremden Artgenossen. Bindung und Beziehung beginnt ja schon im Welpenalter mit der Sozialisierungsphase. Aber natürlich können wir Bindungsarbeit auch immer mit schon erwachsenen Hunden leisten. Wie ihr zu Hause an der Bindung arbeiten könnt, ist eigentlich ganz einfach und bei mir Grundvoraussetzung. Das heißt, es sollten zu Hause einfach auch bestimmte Regeln und Strukturen herrschen, Grenzen, die euer Hund einhalten muss, weil das ganz einfach auch eine gewisse Sicherheit bedeutet, eine gewisse Struktur. Und so leben Tiere in sozialen Verbänden. Das beginnt damit, dass ihr eurem Hund zu Hause einen Platz einrichten solltet, der nur für ihn ist und auf den er sich aktiv zurückziehen kann. Dieser Platz sollte natürlich nicht mitten im Geschehen sein, mitten im Raum, sondern eher so ein bisschen in einer ruhigen Ecke des Raumes. Und es sollte dafür möglichst auch ein Signalwort etabliert werden, sodass ihr euren Hund auch mal aktiv aus einer Situation rausschicken könnt auf diesen Ruheplatz, dass er aktiv in die Ruhe kommt. Der Platz des Körbchens ist natürlich nur eine Komponente der Bindungsarbeit drin, also in eurem Zuhause. Da sind noch ganz viele andere Sachen mehr zu berücksichtigen, würde aber heute einfach den Rahmen sprengen, weil bei uns geht es ja heute um das Thema Bindungsarbeit beim Spaziergang. Im Übrigen ist auch Kuscheln ganz wichtig für den Aufbau einer Bindung. Na, Kuschelzeit. Zu Hause auch in Form von Kontakt liegen, aber auch zwischendurch hier sind so Kuscheleinheiten ganz wichtig. Den Bindungsspaziergang richtig gestalten, richtet sich natürlich an Hund und Halter, die schon so ein bisschen miteinander warm geworden sind. Das heißt, es ist natürlich klar, dass ihr, wenn ihr jetzt einen erwachsenen Hund seit 2 Wochen aus dem Tierschutz bei euch aufgenommen habt, der einfach ein Problem hat mit diversen Umweltreizen, was dann schon vor der Haustür beginnt, Das ist natürlich klar, dass man da nochmal woanders ansetzen muss. Ne? Dieses Video richtet sich also schon an Mensch-Hund-Teams, die schon ein bisschen zueinander gefunden haben und eben direkt noch an dieser Bindung arbeiten wollen. So, und jetzt legen wir einfach mal los. Ich habe ein paar Sachen vorbereitet, mitgebracht, die uns in diesem Spaziergang bei der Bindungsarbeit helfen können. So, für unseren Spaziergang brauchen wir diverse Utensilien. Wenn euer Hund noch nicht gut abrufbar ist, dann geht auf Nummer sicher. Schleppleine und natürlich Geschirr. Schleppleine nie ohne Geschirr. Und dann ist es eben so, dass ihr natürlich mit diversen Objektspielen, aber auch mit dynamischen Aktivitäten, das zeigen wir euch nachher, arbeiten könnt. Da müsst ihr einfach mal so ein bisschen schauen, was eure Hunde so anbieten.
Fein. Das heißt, ihr müsst natürlich so ein bisschen rausfinden, worauf eure Hunde so stehen. Nicht jeder Hund braucht Beutespiele. Viele Hunde mögen es auch einfach, mit euch Tobespiele zu machen oder gemeinsam mit euch zu balancieren oder über Stock und Stein zu hüpfen. Auch das werde ich euch nachher mit Egon zeigen. Wir beginnen erstmal am Anfang. Das bedeutet, es ist eigentlich ganz egal, wo ihr mit eurem Hund seid. Es geht auch um den Spaziergang direkt vor der Haustür. Auch den kann man entsprechend gestalten. Wichtig ist dabei, dass ihr auf eurem Spaziergang ein paar Stationen einbaut, wo tolle Sachen passieren. Ihr könnt hier Suchspiele einbauen, ein paar Apportierübungen, Zerrspiele, aber auch ganz wichtig, dass man eine Pause macht, dass ihr einfach zusammen mit eurem Hund euch mal hinsetzt, dem kurz was zu trinken anbietet und einfach mal so ein bisschen rumguckt. Während ihr also auf eurem Spaziergang jetzt mit eurem Hund beschäftigt seid, kann es natürlich auch immer passieren, dass euch andere Reize begegnen, zum Beispiel Artgenossen. Wenn ihr also mit Dingen hantiert, wie zum Beispiel diesem Futterbeutel oder anderen Objekten, dann würde ich das immer unterbrechen, euren Hund entsprechend in die Orientierung zu euch holen. Das zeige ich euch auch gleich noch mit Egon. Den anderen Hund passieren lassen und dann weitermachen. So, los geht's. Wir gehen also mit unserem Hund jetzt einmal los. Ja. Und es ist, wie gesagt, ganz egal, ob ihr bei euch vor der Haustür rausgeht oder wie ich jetzt hier mit Egon im Wald. Es ist erstmal wichtig, dass wenn ihr vor die Haustür kommt, beziehungsweise aus dem Auto aussteigt, im Hundeauslauf, dass der Hund erstmal zu euch Orientierung findet. Wir sind irgendwo in einem neuen Wald, ja, oder auch auf bekannten Strecken. Erstmal geht es darum, wir gehen irgendwo los und erstmal gehen wir zusammen los. Der Hund soll nicht gleich im Außen sein und sagen, oh, was ist hier, wo ist der Hase, wo ist das Reh, wo ist der Artgenosse, sondern was machen wir jetzt? Wenn ihr also jetzt mit eurem Hund vor die Tür geht, beziehungsweise im Wald angekommen seid, aus dem Auto gestiegen seid, dann ist es erstmal wichtig, ihr könnt die Leine dran haben. Wenn ihr im Hundeauslaufgebiet seid und euer Hund das schon kann, könnt ihr diese Übung natürlich auch ohne Leine machen. Das heißt, erstmal geht es darum, dass der Hund mit euch ein bisschen Kontakt aufnimmt und mit euch in die Kommunikation geht und in die Orientierung. Das machen wir, indem wir den Hund einfach für ein paar Meter ansprechen, er bei euch ist, euch anguckt, dass es erstmal wichtig ist, nicht in der Umgebung zu sein, sondern erstmal miteinander zu sein. Super, super. Dazu spreche ich den Egon immer wieder an. Ja, fein, klasse. Ja, super. Und etabliere so erstmal eine gewisse Orientierung. Das heißt, er weiß, okay, wir sind im Wald, aber Frauchen ist auch noch da. Wenn euer Hund das auch ohne Leine gut kann, dann könnt ihr diese Übung natürlich auch unangeleint machen. Es geht in erster Linie auch darum, dass ich ein bisschen den Raum verwalte. Das heißt, wir rennen nicht los, sondern wir sind erstmal im Sozialverband, in unserem Rudel, gemeinsam unterwegs. Super. Ja, fein. Ich lasse ihn also hier gar nicht so weit raus und behalte ihn einfach ein bisschen bei mir. So, ich habe ja vorhin von Stationen gesprochen, die wir in unsere Spaziergänge einbauen können. Und dass es eigentlich egal ist, wo ihr spazieren geht, ob im Hundeauslauf oder bei euch vor der Tür. Hier im Wald bietet sich jetzt, ja, eigentlich eine Vielzahl an Möglichkeiten. Wir haben hier jetzt zum Beispiel so eine Butze gefunden und damit kann man schon ganz viel machen. Zwischendurch ist es auch immer wichtig, eurem Hund die Möglichkeit zu geben, ein bisschen Zeitung zu lesen und natürlich die Gegend zu erkunden, schnüffelnd. Die Station an diesem Häuschen, was wir jetzt hier gefunden haben, nutze ich jetzt einfach mal dafür, dass wir mit der Dummy-Arbeit beginnen. Der Egon kann den Dummy zum Beispiel, er trägt den, er apportiert den, aber er sucht den auch und bringt, also apportiert ihn dann zu mir zurück. Und damit beginnen wir jetzt mal.
Ganz einfach beginnt ihr, indem ihr euren Hund auf eine gewisse Entfernung ablegt oder hinsetzt. Damit trainiert ihr gleichzeitig auch ein bisschen die Impulskontrolle und den Grundgehorsam und erstmal so anfangt, dass der Hund schon auch sieht, wohin ihr das Ding packt. Ja, wenn ihr das gleich so schwer macht und den Sichtkontakt unterbrecht, dann ist es einfach, entsteht Frust und dann machen die Hunde das nicht mehr so gern. Also wir starten erstmal mit der einfachen Übung. Ja, ich weiß, du willst das haben. Ihr setzt also euren Hund Sitz und versteckt die Beute so, dass er euch noch sieht. Geht zurück zu eurem Hund, sucht und schickt ihn aktiv suchen. Jawohl! Na komm, ja fein! Prima! Kooperation, Kommunikation. Das Täschchen geht ja nur mit mir auf. Für die Hunde, die das schon gut können, könnt ihr die Übung auch natürlich ein bisschen erschweren, indem ihr den Sichtkontakt unterbrecht und eine Spur damit legt. Das zeigen wir euch jetzt. Wir haben hier so eine Kuhle. Bietet sich ja alles an. Platz. Und ich lege jetzt mit dem Dummy eine Spur. Und leg's auch schon mal ein bisschen höher. Er sieht mich nicht. Geh wieder zurück zu meinem Hund. Such's. Und schick ihn wieder los. So, jetzt ist das ein bisschen schwieriger. Jetzt muss er das da rauspulen. Ja. Fein, mein Schatz. Prima. Zwischendurch könnt ihr auch einfach mal nur apportieren. Ja, los. Ja, fein. Prima. Klasse. Eine zweite Station könnt ihr eigentlich immer irgendwo einbauen, wie euch gerade der Sinn danach steht. Und hier könnt ihr zum Beispiel ein paar Zerrspiele machen. Das zeigen wir euch jetzt. Wo ist es? Wo ist es? Na los, wo ist es? Oh! Super! Ja. Bei diesem Zerrspiel kommt es überhaupt nicht darauf an, dass ihr immer gewinnt oder euer Hund auf gar keinen Fall gewinnt, sondern es ist immer, wie das beim Spiel halt so ist, wichtig, dass beide mal das Ding haben. Am Ende des Tages gehört das sowieso mir, weil ich die Ressourcen immer verwalte. Gibt es Hunde, bei denen man dieses Spiel mit dem Zergel lieber nicht machen würde? Natürlich. Deswegen hatte ich ja auch zum Anfang gesagt, ihr müsst immer so ein bisschen gucken, was eure Hunde mögen. Hat jetzt euer Hund allgemein ein Thema mit der Ressource? Das heißt, er neigt dazu, sein Futter zu verteidigen oder eben auch andere Ressourcen, andere Objekte, dann eignet sich natürlich ein Zerrspiel nicht. Das Video soll euch ja auch nur ein paar Anregungen geben, was möglich ist. Ja, bei Hunden, die ein Thema damit haben, ist es zum Beispiel sinnvoller, eher eine Kooperation, ein Kooperationsspiel aufzubauen. Das heißt, gib mir das, ich öffne es für dich und du kriegst was daraus. Ja, so kann man dem natürlich entgegenwirken. So, bei all diesen Stationen und Aktivitäten ist es natürlich auch wichtig, zwischendurch mal eine Pause zu machen. Das heißt, ihr könnt euch immer so ein, ich habe immer so einen faltbaren Wassernapf mit, dass man sich einfach mit seinem Hund mal ablegt, ein bisschen rumguckt und einfach auch mal ein bisschen Ruhe einkehren lässt. Während dieser Pause, der Egon, der kann schlecht Pause machen, deswegen muss ich ihn immer so ein bisschen auch da reinholen, weil der eigentlich einen ganzen Tag Action haben könnte. Und es ist eben auch wichtig, dass der zwischendurch einfach ein bisschen zur Ruhe kommt.
Ne? Und dann ignoriere ich den auch, setze mich hier hin, was ihr auch immer gut machen könnt, schlagt ein Buch auf oder schaut auch mal ins Handy. Ich bin da zwar nicht so ein Freund von, aber wenn ihr euren Hund natürlich bei euch habt, dann könnt ihr das auch mal kurz machen, sodass der erstmal merkt, es ist jetzt kurz mal Pause und mal kurz ausschalten und mal zur Ruhe kommen. Wir haben jetzt hier im Wald noch einen umgekippten Baum gefunden und auch hier kann man so ein paar dynamische Aktivitäten mit einbauen. Das heißt, ihr könnt mit eurem Hund gemeinsam über diesen Baumstamm springen. Ihr könnt euren Hund aber auch ablegen oder absetzen, ein bisschen Grundgehorsam trainieren, ein bisschen Impulskontrolle und ihn dann darüber abrufen. Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten und wir haben da auch noch einen anderen Baumstamm liegen sehen. Da werden wir gleich ein bisschen balancieren. Auch das ist immer wichtig für Koordination, Konzentration und ihr bewältigt einfach mit eurem Hund gemeinsam Aufgaben. Komm mal her. Ja. Super fein. Na komm. Komm. Hui. Fein. Gut gemacht. So, der Egon ist noch ein bisschen auf Tour. Und ich habe mir jetzt, habe ich ja schon angekündigt, die nächste Station rausgesucht. Hier geht es sogar nicht nur um Bindungsarbeit, sondern auch ein bisschen um Koordination und Konzentration. Es ist immer ganz gut, sowas mit einzubauen. Und es bedeutet halt auch hier wieder, eine Aufgabe mit eurem Hund gemeinsam zu bewältigen. Hier wird der Baum einfach ein bisschen zu schmal und er hat dann hier auch so Pieker und das muss er dann nicht sein. Oh, jetzt hat er noch einen Stock gefunden. Ich persönlich finde das Thema, mal ein Stöckchen zu zerlegen oder das mal mitzunehmen und ein Stück zu tragen, völlig unproblematisch. Ich werfe Stöckchen aber nicht, weil die ganz einfach auch stecken bleiben können im Boden und der Hund sich daran einfach auch verletzen kann. Aber wenn ich jetzt hier mal ein Stöckchen abbreche und er kaut da drauf ein bisschen rum oder nimmt es mit und trägt es ein Stück, ist das völlig unbedenklich. Wenn euch die Tipps gefallen haben, dann hinterlasst gerne einen Daumen hoch und schreibt auch gern als Kommentar, was ihr so als Bindungsspiele bei euren Spaziergängen macht. Wir sagen bis zum nächsten Mal, Steffi und der Egon. Egon hat einen neuen Freund.